In diesem Video erkläre ich dir, wie du die durchschnittliche quadratische Abweichung ermitteln kannst und daraufhin eben auf die Standardabweichung kommst. Und in dem Fall nehme ich eine gruppierte Häufigkeitsverteilung. So, servus zusammen. Also, wir haben hier eine gruppierte Häufigkeitsverteilung. Warum? Wir haben hier vier Gruppen zu einem jeweiligen Preis. Das sind Werkstätten, was sie pro Stunde verlangen, 56 Euro. Und da habe ich vier Stück gefunden, 59,8, 61,12 und 62,8. Und insgesamt habe ich dadurch 32 Werkstätten gefragt. Das sind die relativen Häufigkeiten. Dazu eben die Wahrscheinlichkeit, also 40 von 32, 40 32. Ich möchte nun Folgendes ermitteln. Ich möchte, dass mein Endziel ist eigentlich die Standardabweichung vom Median. Ich kann die Standardabweichung, kann ich vom Median, vom Modus, vom arithmetischen Mittel, ich kann es vom allen machen. In dem Fall hier habe ich mich jetzt für den Median entschlossen. Was brauche ich dafür? Zuerst brauche ich die durchschnittliche quadratische Abweichung. Das ist dieses S². Wie berechne ich das bei einer gruppierten Häufigkeitsverteilung? Ich habe zwei Varianten. Variante 1, ich habe die absoluten, also die Anzahl dieser Gruppen, habe ich gegeben. Und auch dadurch logischerweise, wie viele insgesamt teilgenommen haben, also 32. Also mein N. Die zweite Variante ist, ich weiß das nicht, ich weiß nur die Wahrscheinlichkeiten. Und wenn ich die Wahrscheinlichkeiten weiß, dann kann ich das über diese Formel hier ermitteln. Wir machen beides in dem Video. Was brauche ich sonst noch? Ich brauche mein X, also meine Merkmalsausprägung, eben meine 56 Euro in dieser Gruppe und rechne das Ganze minus Lambda. Lambda habe ich jetzt Platzhalter verwendet. Was heißt Lambda? Ich kann das arithmetische Mittel, den Modus oder den Median hier zum Beispiel einsetzen. Ich habe mich hier entschieden, hey, alles klar, da du den Median machen willst, von dem möchte ich das. Also ist jetzt Lambda immer x 0,5. Wie gesagt, ihr könnt auch arithmetische Mittel oder Median da einsetzen. Und dann rechne ich das Ganze auch schon direkt los. Also ich gehe her, S², 1 durch n. Ich nehme jetzt die erste Variante. Wir haben 32 Werkstätten. Ich mache immer bei dem Summenzeichen, mache ich immer eine eckige Klammer. Okay, und dann gehen wir das Summenspiel durch. Das heißt im Endeffekt nichts anderes. Starte in Zeile 1, ende, wenn es aufhört und gehe jede Zeile bitte einzeln durch. Deswegen machen wir das auch immer in so Tabellenform wie bei Excel. XJ, also der Preis 56 minus mein Median, Modus oder arithmetisches Mittel, in dem Fall wie gesagt der Median, 61 und das Ganze nochmal ins Quadrat und dann nochmal meine jeweilige Anzahl. So, und so spiele ich das ganze Spiel jetzt durch und schon komme ich auf 4,375. Das wäre jetzt meine durchschnittliche quadratische Abweichung. Von dieser lässt sich ganz simpel auf die Standardabweichung kommen, indem ich einfach sage, hey, ich ziehe von dir jetzt die Wurzel, und zwar die zweite. Aber man kann auch einfach diese zwei weglassen, das ist so standardisiert. Und dadurch kommt hier S normal raus mit 2,09. Und das ist eben auch meine Standardabweichung, die ich hier so wunderschön gezeichnet habe. So rechne ich die Standardabweichung aus bei einer gruppierten Häufigkeitsverteilung über die ganz normale Formel. Falls ihr das über die Formel machen wollt, weil ihr eben keine absoluten Werte, sondern nur relative Werte gegeben habt, dann geht das ganze Spiel von vorne los. 56 minus 61 Quadrat mal mein FJ, also 4,32 plus und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und dann kommt wieder derselbe Wert heraus, hätte es gedacht. Kann ich da wieder die Wurzel von ziehen und dann habe ich auch hier wieder die Standardabweichung 2,09, was auch so schreiben lässt. Besser wird es nicht. Im Endeffekt
Selbes Spiel, ich bin hier gruppiert, also brauche ich diese Formeln. Wichtig ist, habe ich H, J oder F, J gegeben, dementsprechend benutze ich diese Formel. Muss im Endeffekt als Zwischenschritt, um die Standardabweichung zu berechnen, die durchschnittliche quadratische Abweichung ermitteln. Das mache ich eben über diese Formel und dann ziehe ich nur noch die Wurzel und ich habe meine Standardabweichung. Gut, ansonsten, falls noch Fragen sind, einfach in die Kommentare damit und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal.